Wir sind mit kleinen mit Tischen unterwegs, mit Zahlen. Zum Beispiel das hier. Und das liest uns quasi ab so mit der Frage, wollen wir uns öffnen oder lieber unter uns bleiben? Wir müssen uns öffnen, das ist zwingend nötig. Es ist auch mit unserem christlichen Hintergrund ist eine Chance für andere Kulturen, an dem teilnehmen zu können. Ich finde es gut, dass sich die Jubel öffnet. Was heisst das für dich konkret, wenn sich die Jubel öffnet? Dass man sich bemüht, möglichst ein Jubel zu sein, der für alle da ist, für alle offen ist, wo alle mich mitmachen können und alle Spass haben. Ich bin absolut dafür, dass wir uns öffnen. Also nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie mal wirklich aktiv noch Leute mit Migrationshintergrund einfahren für die Jubel, aber einfach, dass wir offen sind für solche, die nicht dabei sind. Ich finde es eher eine Chance, die man packen kann, wenn man sie packt. Du hast gesagt, wir müssen uns öffnen. Ist das für dich mehr ein Müssen oder ein Dürfen? Es ist natürlich ein Dürfen. Es ist auch eine Lust dabei, uns zu öffnen, diesen Prozess mitgestalten können. Und im Kanton Zürich ist man da gerade in der Stadt länger damit konfrontiert mit dieser Frage. Und es sind auch gewisse Anstrengungen unternommen worden. Und es ist jetzt lässig, wenn man das im gesamtschweizerischen Rahmen so ein bisschen zusammenführen kann und gesamtschweizerisch zusammenarbeiten kann. Ja, also ich denke, es gibt halt, soll man sagen, Leute mit einem Migrationshintergrund, die das nicht so kennen, dieses Vereins- und Jugendverbandswesen in der Schweiz. Und ich denke, da muss man vor allem ansetzen, weil die Kinder kommen ja nicht, weil wenn die Eltern nicht verstehen, was es auf sich hat mit dem. Und dann muss man eigentlich Aufklärungsarbeit leisten für die Eltern, damit sie merken, dass es was Gutes ist und dass ihre Kinder dort profitieren. Multikulturell ist schon gut. Die Frage ist für mich einfach auch, wie fest sind ihr euch zurück auf die Wurzeln, um ihnen auch Wert zu vermitteln, und zwar auch christliche Werte. Öffnen? Ja. Ja. Ich finde, die Öffnung ist etwas ganz Wichtiges. Weil wir sind ja ein offener Verein, also wir sind ja nicht irgendwie verschworenes. Was wäre jetzt von einer KLE aus so quasi der nächste Schritt, um so eine Öffnung noch aktiver zu betreiben? Was hast du das Gefühl? Ich denke, dass man auch immer im Austausch bleibt mit den Scharen und das anschaut und echt einmal diskutiert, wie sie das handhaben und wie sie mit dem umgehen und sie auch unterstützt, wenn sie merken, sie kommen an ihre Grenzen. Statistisch sind 50% der Ausländer in der Schweiz sind Christen. Also das heisst in dem Fall eigentlich kein Problem oder eher nur ein Vorteil, die zu integrieren. Ja, sicher. Es ist gut, die zu integrieren. Und ich meine, der eine Sinn, der ja ist, und das Wichtige von Blauinnen und Jungacht ist die Förderung der Gemeinschaft.